Ja, hallo, liebe Freunde. Ein kleines KiCad-Tutorial für die neue KiCad-Version 5. Hier in der Version 5.0.2, das ist die derzeit aktuell verfügbare, die man installieren kann. Und dieses Video geht hier hauptsächlich darauf ein, wie man die grundlegenden Einstellungen in KiCad vornimmt. Vor allem längerfristig gesehen sollte man hier einige Planungen machen, denn sonst können sich Probleme und Fehler einschleichen, die ihr über die gesamte Nutzungszeit von KiCad dann nicht mehr herausbekommt. Im Prinzip ist das wie die Planung einer guten Datenbank. Die Fehler, die man von vornherein macht, kann man dann hinterher schlecht wieder beseitigen oder bereinigen. Und das möchten wir vermeiden. Deshalb hier mal ein kleines Tutorial, was hier auch mal die Voreinstellungen zu KiCad beleuchtet, die ihr tun solltet, bevor ihr damit längerfristig Projekte entwickelt. Wie gesagt, es gibt da im Internet eine ganze Menge Tutorials, aber die meisten gehen eben auf diese Problematik nicht ein. So, zum Installieren ist es im Prinzip ganz einfach. Ihr ladet euch für Windows die entsprechende Exe-Datei runter. Das ist ca. 1 GB. Für Linux ist eine Anleitung auf der Webseite von KiCad zu finden, wie ihr die Tutorials einbindet. Ich werde auch hier, soweit das möglich ist, mit auf die Linux-Variante eingehen. Und dazu, wie gesagt, empfehle ich ein Mint Linux zu installieren. Das ist ein sehr benutzerfreundliches Linux. Es ist nicht als Servervariante gedacht, dieses Linux, sondern eher für Endnutzer. Und da kann man da also KiCad hervorragend einbinden und dann auch ganz hervorragend nutzen. Ja, zum Installation dann hier entsprechend den Installationsdialog aufrufen und wir klicken auf Weiter. Was wir hier sehen oder entfernen sollten, sind die Hilfedateien. Bitte nur Englisch und Deutsch drin lassen. Die deutsche Hilfe ist noch nicht ganz vollständig, deshalb hier noch Englisch als Ersatzhilfe, Spanisch, Französisch bei uns im deutschsprachigen Raum brauchen wir nicht. Alles andere sollte man angehakt lassen und hier unten noch zusätzlich die Umgebungsvariablen mit anwählen, dass die mitgesetzt werden. Ja, wie gesagt, die mitgelieferten Bibliotheken und Bauteil-Footprints sollte man alles angehakt lassen und die Demo-Projekte empfehle ich für Neueinsteiger. Da kann man doch das ein oder andere Mal neu ausprobieren. Sollte man also drin lassen. Wer das nicht braucht, kann es natürlich auch entsprechend abwählen. Ja, mit Weiter bestätigen wir dann die ganze Sache. Wir lassen den Standardpfad C-Programm-Files KiCad, wo dann das Programm installiert wird. Wie gesagt, bei Linux dann über die Repositories und dann beim Mint Linux mit Synaptic zur Installation vorwählen und ausführen lassen. Und es wird dann das Programm installiert. Ja, das Abwählen der Hilfedateien spart ca. 300 Megabyte Festplattenplatz, den man dann eben für Projekte oder anderweitig benutzen kann. Deswegen habe ich das da auch abgewählt. Ja, zum Schluss werden dann ca. 5,1 Gigabyte auf der Festplatte belegt sein. Wie gesagt, wenn man die Hilfedateien drin sind, sind es dann 5,5. So, wir klicken auf Installieren und KiCad beginnt jetzt zu installieren. Die Installation unter Windows dauert hier ca. 10 Minuten, deshalb mache ich eine kurze Pause und melde mich dann nach der Installation wieder. So, KiCad ist fertig mit der Installation. Zum Abschluss sehen wir jetzt hier nochmal diesen Bildschirm, wo wir gefragt werden, ob wir noch das Open Source Programm FreeCAD installieren möchten. FreeCAD ist ein 3D-Konstruktionsprogramm, mit dem man dann für KiCad wiederum zum Beispiel 3D
Bauelemente kreieren kann, die man dann in KiCad nutzen kann, um zum Beispiel eine fertige Leiterplatte sich anzeigen zu lassen, wie die dann in 3D aussieht. Ich habe das hier nicht angewählt. Ich muss dazu geben, mit FreeCAD habe ich noch nicht gearbeitet. Und wie gesagt, das würde auch zu weit führen, das jetzt hier noch mit einzubinden. Ich habe hier zwar schon mal eine Installation gemacht, aber ich rate da erstmal davon ab. Für den Einstieg in KiCad ist das im Moment noch nicht nötig. Wir klicken auf Fertigstellen und damit ist KiCad installiert und wir haben hier unser Icon auf dem Desktop. Als nächstes gilt es jetzt, einige Einstellungen zu machen, und zwar einige Einstellungen, die wir für das zukünftige Arbeiten mit KiCad brauchen. Das können wir erstmal machen, bevor wir hier KiCad starten. Dazu gehen wir hier auf unseren Explorer. Wir öffnen den Ordner Dokumente, erstellen uns hier einen Ordner KiCad. KiCad, den wir dann öffnen. Dieser Ordner, der kann jetzt auch auf einem Netzlaufwerk liegen. Das ist unser globaler, übergeordneter Ordner, der dann auch regelmäßig gesichert werden sollte. Wie gesagt, der kann auch in einem Netzlaufwerk liegen. Das macht dann vor allem Sinn, wenn man mit mehreren Leuten größere Projekte bearbeitet oder in Firmen, macht das dann Sinn, diesen Ordner da irgendwo auf dem Netzlaufwerk zu erstellen. Als nächstes setzen wir einen Ordner Datasheet. Dieser Ordner ist wichtig. Hier werden wir in Zukunft unsere gesamten Datenblätter für Bauelemente zentral ablegen, dass die nicht in den einzelnen Projektordnern liegen, sondern hier wirklich zentral unter Datenblätter. Und man kann dann aus dem Projekt heraus die Datenblätter verlinken und entsprechend diese dann auch auswählen. So, als nächstes, nächster Ordner ist Gerber. Diesen Ordner brauchen wir, wenn wir Gerber-Daten erstellen, aus einem fertigen Projekt heraus. Können wir die Gerber-Daten hier zentral in diesen Ordner ausgeben lassen, um von hier aus dann auch entsprechend eine Leiterplatinenbestellung durchführen zu können bei einem Leiterplattenhersteller oder die gegebenenfalls uns aus selber herzustellen. So, weiterhin brauchen wir einen Ordner lib. Alt, so. Lib, hier in diesem Ordner lib werden wir also dann unsere ganzen Libraries, die wir selber erstellen, unterbringen. Auch die Footprint-Dateien und so weiter und so fort werden dann hier zentral abgelegt und können dann aus dem Projekt oder für die einzelnen Projekte heraus genutzt werden. Wie wir das dann in KiCad einbinden, zeige ich in einem späteren Video. Und als letzten Ordner erstellen wir einen Ordner Template für eine eigene Vorlage. Diese eigene Vorlage hat den Sinn, wenn ihr in KiCad ein neues Projekt erstellt, sind alle Einstellungen quasi nur auf die Default-Werte. Und ihr könnt dann zwar diese Einstellungen alle in KiCad ändern, macht ihr aber wieder ein neues, leeres Projekt auf, fangt ihr wieder von vorne damit an. Ich zeige das dann nochmal in einem weiteren Video genauer, worum es da geht. Wie gesagt, es macht hier Sinn, da ein eigenes Template anzulegen. Und da ist auch nicht weiter viel dazu, das ist keine große Kunst. Aber ihr habt dann zumindest diverse Grundeinstellungen immer bei jedem neuen Projekt, was er anfängt, dann zur Verfügung. Ja, das sind eigentlich die vier Hauptordner, die man haben sollte. An dieser Stelle, das ist für Linux das Gleiche. An dieser Stelle noch ein Hinweis, wer jetzt mit mehreren Leuten an einem Projekt entwickelt, sollte dann hier unten drunter noch seine für die einzelnen Nutzer noch zusätzliche Ordner erstellen mit dem Nutzernamen, wo dann der betreffende Benutzer sich selbst austoben kann und entsprechend dann alle Rechte hat. Denn diese vier Ordner sollten gerade bei der Benutzung mit mehreren Leuten so gestaltet sein, dass man nur Leserechte hat und
wenn ein Nutzer irgendwo eine Library erstellt, sollte die dann über den Systemadministrator in diese Ordner eingestellt werden. Einfach aus dem Grund, um zu verhindern, dass ein Nutzer hier, wenn er Schreibrechte hat, etwas löscht und damit unter Umständen dann vielleicht die Arbeit mehrerer Jahre zunichte macht. Das sollte man vermeiden. Und da gilt es sich vorher entsprechend Gedanken darüber zu machen, wie man das sauber gestaltet. Wie gesagt, hier für unser Tutorial brauchen wir das nicht. Das genügt, wenn wir das so machen, wie es jetzt hier dargestellt ist. Ja, wie gesagt, in Linux genau das Gleiche. Was wir noch zusätzlich machen, um hier schnell, möglichst schnell in diesen Ordner zu gelangen, wir erstellen uns mal hier eine Ordnerbibliothek zusätzlich, um dann entsprechend schnell zugreifen zu können. Die nennen wir ebenfalls KICAD und fügen dann den Ordner KiCad hinzu. Und haben dann entsprechend hier diesen Zugriff direkt und können dann auch im Explorer über das Anklicken von KiCad dann hier direkt in diesen Ordner wechseln. Das spart einen Haufen Klickerei. Beim Linux kann man das genauso machen, im Dateimanager ein Lesezeichen auf diesen Ordner setzen. Und damit ist man dann genauso schnell wie jetzt hier mit dieser Bibliothek im Windows. So, das war es eigentlich hier schon mal. Als grundlegende Einstellung kommen wir jetzt zu KiCad selbst. Wir starten das Programm und nehmen jetzt hier mal einige Einstellungen vor. So, als erstes fassen wir hier die Pfade an. Hier in den Pfadeinstellungen findet man die Pfade, wo KiCad verschiedene Dinge speichert. Hier einmal die Bibliotheken, die Vorlagen, die mitgeliefert werden von der Installation. Das ist im Windows dann C-Programm-Files, KiCad, Share, KiCad, Library und Template. Im Linux ist das /usr, /share, /KiCad. Library und Template. Das gleiche gilt dann hier für die 3D-Module, für die 3D-Ansichten von Platinen. Und der Link zu GitHub, wo man hier übers Internet die Bibliotheken auch herunterladen kann. Und der User-Template-Pfad. Der ist für uns wichtig. Wir wollen ja ein eigenes Template erstellen. Und sollten den anpassen. Der ist normalerweise jetzt hier, fehlt das Documents. Und über Editieren kann man das dann durchsuchen, auswählen. KiCad Template und Ordner auswählen. Und der wird dann entsprechend eingetragen. Das ist wichtig, damit wir dann hier zukünftig auf unser eigenes Template zugreifen können. Dann mit OK bestätigen. Als nächstes wählen wir einen Texteditor aus. Ich habe hier den Notepad++ installiert, einen Open Source Editor, der deutlich mächtiger ist als der Windows mitgelieferte Editor. Befindet sich hier im Ordner C Programmfiles x86 Notepad++, die Installation, die Exe anwählen, öffnen. Und dann ist der entsprechend eingestellt. Ich kann das auch gleich prüfen, hier unter Bearbeiten, Texteditor aufrufen. Wird also Notepad gestartet. Und ich kann also hier damit alle möglichen Dateien öffnen und betrachten. Als nächstes habe ich mir hier installiert zusätzlich einen PDF-Betrachter, Eviance. Ein sehr kleines, schmales Tool, ebenfalls Open Source, vermeidet den großen, mächtigen Adobe Reader zu nutzen und ist also relativ schnell installiert, wenige Megabyte. Hier über PDF-Betrachter einstellen, PDF-Betrachter auswählen. Der versteckt sich ein bisschen, der gute, und zwar versteckt er sich hier in dem Ordner C-Users beziehungsweise Benutzer, dann der Benutzername App Data, Local
Apps und Evians mit der Versionsnummer /bin und dann haben wir hier die Evians-Exe. Die können wir dann entsprechend ausführen und dann ist auch hier unser PDF-Betrachter eingestellt und hier der Haken erscheint hier beim favorisierten PDF-Betrachter. Bei Linux befindet sich der Editor unter / Unix System Resources, also USR, / bin und dort dann nach xed suchen. Das ist dann der sogenannte X-Editor im Linux Mint. Hier kann man natürlich auch Vim oder Emacs nutzen, je nachdem. Aber in der Regel sollte der mitgelieferte vom Mint Linux ausreichen. Und beim PDF-Betrachter unter Linux hat sich bei mir eigentlich bisher bewährt, den voreingestellten hier zu nutzen. Das ist bei Linux etwas besser gelöst. Das wird automatisch erkannt. Ich hatte hier beim Windows da etwas mehr Probleme. Ja, das war es dann eigentlich schon, was wir hier einstellen müssen. Icons lassen wir angeklickt. Die Sprache ist eh schon Deutsch. Man kann sie hier aber auch nochmal zusätzlich auswählen. Tastaturbefehle kann man hier in diesem Menü noch editieren und anpassen. Wir lassen das bitte alles so, wie das von KiCad voreingestellt ist. Wer aber hier etwas ändern möchte, kann das dann tun und auch hier entsprechend exportieren bzw. wieder importieren. Ja, hier hatte ich bereits im Bearbeiten-Menü gezeigt, den Texteditor kann man also prüfen, ob es funktioniert hat, den einzustellen, hatten wir ja bereits gemacht. Und hier sehen wir dann nochmal die einzelnen Werkzeuge, die KiCad mitliefert. Dazu dann mehr in späteren Tutorials. Ja, ansonsten haben wir dann hier mit neuem Projekt, können wir neue Projekte erstellen, neue Projekte aus Vorlage bestellen. Wir können sie importieren. Wir sehen hier die zuletzt geöffneten Projekte und so weiter und so fort. Und wir können KiCad hier entsprechend beenden. Das soll es an dieser Stelle dann auch gewesen sein. Alles weitere dann im nächsten Video. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Tag. Bye bye.